Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Voxel Tycoon. Ja, ich muss jetzt heute ein bisschen leiser reden, weil es ist bereits 23:30 Uhr und ich brauche für morgen noch die Folge und ja, dementsprechend muss ich ein bisschen meine Stimme senken. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen die Systeme umgebaut und ich habe jetzt ein bisschen die Zeit laufen lassen. Ihr seht, wir haben fast 70.000 auf dem Konto liegen. Hier ist eine schlechtere Versorgung und das Ding geht auch fast ein. Es wird auch wieder wahrscheinlich eingehen. Ich werde jetzt aber erstmal, weil der jetzt auch wohl mehr akzeptiert, werde ich jetzt aber erstmal trotzdem nur einen Holztruck nochmal kaufen. Und den auf die Holzroute schicken. Let's go. Fahr los, mein kleiner Freund, fahr los. Und der holt sich jetzt von da hinten das Holz. Dann sollten wir hoffentlich mit den Holzladungen von hinten noch besser zurechtkommen, sind es immer 8-8. Vielleicht können wir auch hier irgendwann eine unterirdische Brücke bauen, damit die Straße verkürzt wird. Oder man baut halt hier irgendwo noch ein Lager ein, was näher ist, wo man besser hinkommt, weil aktuell ist ja die Strecke doch ein bisschen länger. Vielleicht kann man auch irgendwie Anfahrtswege ändern, weiß der Geier was. Muss man halt natürlich schauen, wie man das regelt. Ich hätte gleich ein Holztyp fährt schon zurück, oder? Nee. Wir erhöhen mal die Zeit. Jetzt haben wir natürlich nur noch 33.000. Und das Geld sinkt noch. Aber wer weiß, vielleicht funktioniert es diesmal besser. Oh, er ist leer. Oh, ohohoho. Was? Was sehen denn meine kleinen Äuglein da? Unser Laden ist quasi leer. Jetzt schauen, ob die Holzanfrage natürlich dementsprechend noch steigen kann. Das sind wieder so andere Sachen, weil wir hatten irgendwie den Verbrauch nicht so hoch, wie wir es braucht haben. Lager, ja. Das Lager sinkt immer wieder. Aber dementsprechend halten wir unsere Gehälter auch hoch. Was, ob wir natürlich dann nicht dem hier noch einen Hänger an hängen können oder neuen Hänger halt dran bauen dann am Ende. Nächstes Signal ignorieren, okay, Hupe. Habe ich sicher schon mal gemacht. Habe ich schon mal gemacht, ja. Was wir aber machen können, ist wahrscheinlich auch eine Research Facility. Wir stehen jetzt relativ gut im Plus. Klar, wir können jetzt das da zum Beispiel nicht unterstützen irgendwie. Aber wir könnten ein Labor bauen. Nicht genügend Geld. Holy shit. Kostet auch wieder 100.000. Dafür bräuchten wir natürlich dementsprechend gute Techniken und Systeme, die uns auf dem Trab halten. Und ich glaube, das haben wir aktuell leider noch nicht. Das Lager wird hier auch nicht wirklich voll. Jetzt ist der Preis gesunken hier. Das ist ja eklig. Schau, vielleicht ist einfach die Nachfrage gerade höher. Der Laden wird wahrscheinlich sterben. Nicht genügend Geld, damit wir den auch ansatzweise retten könnten. Ja, das ist halt, wenn man keine Produktion für Holzträger, ist das blöd. Schauen wir nochmal bei den Zügen rein. Allein der Zug kostet 100.000. Boah. Also, wenn wir einen billigen Zug machen, ist es nicht wirklich praktisch. Also irgendwas checke ich noch nicht gleich ganz an dem Game, wo wir am besten Geld machen. Oder ob es hier halt einen Punkt gibt, den ich ein bisschen übersehe. Wahrscheinlich ist es einfach auch die Holzlieferungsart, wie ich es mache. Ich liefere nicht direkt, sondern ich mache es um drei Ecken rum. Was es wahrscheinlich um einiges noch dümmer macht. Wenn man es direkt in die Stadt schicken würde, würde das wahrscheinlich super funktionieren. Wie wuchs das Unternehmen jetzt mehr Holz? Oh, holy, oh. Noch mehr Holz nimmt es jetzt an. Das ist auch schon einmal gestiegen, oder? Also sind natürlich auch die Holzvorräte leer. Ja.
Geh mal kurz zurück, bitte. Das sind jetzt zwar richtig coole Kosten, aber wir werden zu bearbeiten und hängen dir noch zwei Rundwagenhänger an. Und jetzt gehst du wieder auf die Route. Los geht's, Junge. Einfach damit wir jetzt weniger was. Geschäft hat Schwierigkeiten und Versorgung von Spuck. Ach so, das ist nicht unser Laden. Das scheint nicht unserer zu sein. So, jetzt können wir mehr Holz aufnehmen. Insgesamt. Und damit sollten wir auf jeden Fall hier unten dann wieder auch in der grünen Leiste sein. Dann können wir das Holz erhöhen, wenn hier die Produktion eh auch so viel annimmt. Dann schicken wir jetzt sogar und kaufen noch ein LKW auf die Straße. Individuelle Route, Holz und gehen auf grün. So, jetzt haben wir hier alle 40 drin. Jetzt müssen natürlich die LKW ordentlich schuften. Damit da genug Platz die ganze Zeit bleibt. Jetzt wird hier hochverarbeitet, Jungs. Jetzt haben wir natürlich erstmal das Minus auszugleichen. Das ist natürlich neue Fahrzeuge, die machen ordentlich Mist, könnte man sagen. Ah, okay. Yes, das Timing wäre perfekt gleich. Ist ja fast perfekt. Oh, schön. Und danach müssten wir nur schauen, dass wir so schnell wie möglich halt. Ja, wie soll man sagen, dass wir halt so schnell wie möglich die Personenschienen wieder ankriegen. Dann sind wir da auch wieder green. Das setzen wir mal hier in die Raximus GmbH. Lokale Preise 10, 110%. Aber man kann es ausbauen, okay? Der Monat. Ach, das, ach, der aktuelle Monat, der sinkt aber auch von den Preisen. Ah, jetzt ist der neue Monat und direkt ins Plus. Den alten Monat haben wir eigentlich relativ gut rausgeholt, denke ich. Ja, die Kreditzinsen killen uns da noch ein bisschen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das gleich kriegen wir hin. Wenn wir jetzt keine neuen Fahrzeuge kaufen, dann sind 29.000 allein wieder weg. Also, wie gesagt, ich glaube, wir kriegen das gut hin. Man muss das halt nur ein bisschen bedenken. Das Ganze ist auch ein bisschen anders wie jedes andere Spiel. Ich glaube, wir können auch keine Kredite mehr aufnehmen, ne? Leihen, wie viel kann ich denn? Ach so, aktueller Stand. Aha. Ich könnte 40.000 ausleihen. Dann komme ich natürlich nicht im Ansatzweise an die 100.000. Aha. Aber der Personenzug gleich würde uns der würde richtig rocken. Der würde richtig rocken, der Personenzug. Der würde nochmal richtig reinrocken in das Ganze. Hält das Ding aus? Das hält echt aus. Zeigt die geschäftliche monatliche Verbrauchbedarf an. Verbraucht jeden Tag 7 Artikel aus dem Lager, um richtig zu funktionieren. Das muss zurückgesetzt. Also können wir natürlich noch mehr Holz machen. What? Also der Zug kommt eh schon wieder nicht hinterher. Das ist ja echt das Traurige. Ich will den Zug jetzt gerade auch nicht erhöhen, weil aktuell stehen wir gut da. Wenn wir den Monat anschauen, wir stehen echt gut da mit über. Ja, aktuell 26.000 plus, da werden nochmal 1.000 abgezogen, mal 15.000 plus machen wir allein an dem Tag. Das Holz ist gerade echt in auch einer guten Position. Die Kohle, wie scheint, auch. Die Nachfrage ist bei 90, das Lager ist leer, bedeutet, da könnte man eigentlich auch wieder ein LKW einführen. Kaufen. LKW kaufen. Route und die erste Holzkohleroute. Auf den Weg. Dann machen wir halt die Strecke ein bisschen voller. Aber je mehr Geld da reinfließt, desto besser ist es. Also wir tun ja eh nur reinvestieren in unser System. Die Stadt scheint das ja wahrscheinlich schon sogar zu mögen. Also ich glaube, die ist gestiegen. Die wächst ja auch immer wieder. Das sehen wir ja. Gebäude kommen dazu. Bevölkerung minus 6, Gebäude plus 1. Nachfrage 3 von 3. Schlecht, die Wirtschaft. Ah, weil ich nicht genug versorge wahrscheinlich. Passagierabdeckung 46 von 50. Ja, das ist aktuell natürlich nicht mehr so präsent mit der Wohnung und allem drum und dran. Das ist halt jetzt aktuell der Stand der Dinge. Aber es läuft, finde ich, gar nicht schlecht.
Sonst müssen wir jetzt einen größeren Bahnhof und alles bauen, aber jetzt sind wir allein schon wieder beim 20.000 plus. Wir kriegen unsere Monate, da machen wir 5.000 plus. Ah ja, okay, da haben wir hier auch wieder 26.000 ausgegeben. Bedeutet, wir können da wirklich machen plus, ja gut, plus 10.000 pro Monat. Das ist doch gar keine schlechte Zahl eigentlich. Für noch so ein kleines Unternehmen. Wenn wir dann den Personenverkehr wieder einziehen, da hätten wir Kohle. Da könnten wir natürlich hier daraus dann noch einen Kohlezug auch machen, den hier hinterherziehen und dann hier dementsprechend einen Bahnhof hinsetzen. Dann hätten wir eine Direktverbindung. Aber das muss man natürlich auch dementsprechend alles abklären und anpassen. Das muss ja am Ende trotzdem alles irgendwie passen. Das ist ja die andere Sache. Aber schaut mal, plus 40.000 gerade. Das sind halt schon Zahlen, die schmecken. Schwer, ja, okay. Das sind halt aktuell die Sachen, die ich nicht verhindern kann. Aber wenn es so weitergeht, können wir uns bald wirklich noch einen neuen schönen Zug leisten. Der hier, ich hätte den gerne geholfen, aber jetzt ist aktuell halt Kacke. Wir können noch nicht mit Kohle verhandeln hier. Genauso wie der Laden eingehen wird. Da lässt sich leider nichts dran ändern, außer wir kriegen es irgendwie hin, bis dahin eine gute Versorgung aufrechtzuerhalten. Aber die Zahlen gehen ja nach oben. Also von daher ist es ja gut. Die Nachfrage von Holz ist immer noch extrem. Die Nachfrage von Kohle ist gleich getilgt mittlerweile. Ja, die hält sich. Die ist immer noch bei minus 14, also sie könnte auch steigen. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Oh, wir müssen natürlich auch die Kohle irgendwann wechseln. Oh, das wird unangenehm, wenn wir die Kohle wechseln müssen. Aber wir kommen auf die 100.000 zu, das macht es natürlich genial. Ja, das ist jetzt uncool. Zug. Wenn wir jetzt nicht den D-Zug nehmen, sondern ein bisschen langsameren und dann halt, sagen wir mal, wir hängen vier so Passagierteilchen dran. Kostet uns das Teil auch wieder 150.000. Und das ist noch nicht mal der gute Zug. Das ist noch der, ja, lame one. Könnte man hier sagen. Aber muss man ja auch wieder sehen, wie man will. Es ist eigentlich das Beste, was man machen könnte, ne? Beschleunigung 13 Sekunden. Länge 81 Meter. Betriebskosten 75.000. Wenn er sich selber halten kann, ist das absolut kein Problem für mich. Wie viel kann ich ihn aktuell leihen? Nein. Yes, kaufen. Ich habe doch bestimmt die Route noch offen. Nein, nicht individuelle Route. Halt hinzufügen. Personenzug, Transfer. Halt hinzufügen. Personenzug, Transfer. Was ist denn? Was hat er denn? Warte auf freie Wege. Oh lol, weil ich keine Signale gesetzt habe. Jetzt ist das Problem Signale. Vom Signal. Nee, es soll dann die Richtung werden. So. Jetzt nimmt es die ersten Personen wieder auf. Oh lol. Beidgleisiges erstmal fürs Erste. Kann man ja in der Zukunft abändern, sonst. So. Der macht jetzt mal 3000, die plus. Die werden sich hoffentlich wieder erhöhen, dann die Zahlen. Für mich ist es eine der lukrativsten Sachen.
Oh Leute, jetzt hat sich eine neue Firma da auf dann. Die habe ich doch noch nicht mal, die Sachen. Oh. $4.000 dafür wieder und jetzt werden es immer mehr. Perfekt, also die Zahlen steigen auch rasant. Handel, Passagiere, sieht man schon, 4.000. Also er hat sich schon, wie es ausschaut, hat er sich gelohnt. Letzten Monat natürlich noch nicht so, aber das wird schon. Wir tilgen mal einen Teil unserer Schulden, die natürlich auch vor Ort sind. Aber wenn wir jetzt hin und her fahren, allein jetzt, das haben wir 9.000 schon gemacht. Betriebskosten der aller Fahrzeuge waren letzten Monat 11.000. Alleine der Zug tilgt unsere Fahrzeugkosten. Das ist natürlich genial. Schaut euch das an. Die Zahlen steigen. Jetzt wird es natürlich wieder weniger Passagiere. Das müssen wir vielleicht mal alle ausgleichen. Die Straßen passen sich jetzt aber auch dann dementsprechend langsam an. Das wird immer besser, immer besser. Also ich glaube, der Start ist langsam und du brauchst deine Zeit, um reinzukommen. Und kannst natürlich genauso wie ich fast in den Tod fallen. Aber ich glaube, wenn du langsam so einen Punkt hast, wo du stehen kannst, ist alles gut. Weil jetzt haben wir im Grunde schon mit unseren Passagierzügen die ganzen restlichen Kosten getilgt. Also wir sehen schon, wir haben jetzt die zwei Sachen zusammen. Passen alle in die Passagierkosten rein. Was natürlich mega genial ist. Und es ist sogar noch ein Plus dabei. Der Handel alleine macht 57.000 aktuell. Das steigt noch. Das wird wahrscheinlich wieder auf die 67.000 steigen. Bedeutet, wir machen im Monat um die... ja, jetzt haben wir es hier. Wir machen um die 86.000 plus aktuell. Wir haben noch nicht Passagiere für später mit eingebaut. Die Zugpläne für später sind ja noch nicht drin. Aber die steigen auch schon. Die Städte könnte man mit Bus dann verbinden, hier zum Bahnhof. Dann wird da wahrscheinlich der Verkehr auch dementsprechend steigen. Ja, schaut doch gar nicht mal echt so schlecht aus. Eisenerz, aber du willst wahrscheinlich Eisenbarren haben, ne? Eisenbarren. Ja, das ist jetzt nicht die Welt, die wir unbedingt haben. Aber natürlich, jetzt kann ich das Spiel rein theoretisch eine Zeit laufen lassen und die Zahlen sind gut dabei. Oder was ich machen kann, ist jetzt zum Beispiel einen Holzzug erhöhen, weil hier ja noch die Anfrage immer noch extrem hoch ist. Und wenn wir noch nicht hinterherkommen. Was könnte ich jetzt eigentlich machen? Über den Zug her. Depot. Geh kurz dahin. Nee, ich hätte gerne bearbeiten und noch einen Holzrundwagen. Rundwagen. Änderung anwenden. Aktivieren den Zug. Zack und ab geht's. Danach können wir wahrscheinlich noch einen Holz-LKW aktivieren. Und wir machen halt immer noch Plus. Das ist ja das mega Geniale dran. Also aktuell halten wir uns echt gut. Wir sind immer noch bei 72.000. What? Wo habe ich das ganze Geld her? Ich muss wahrscheinlich jetzt dann hier aber dafür dann eine neue Holzabteilung einführen, weil die sonst nicht mehr hält. Aber ja. Schau mal, jetzt will ich mal schauen, wie gut das hier hält, wie voll das überhaupt wird, das Holzlager nach so einer Lieferung. Das wird hier wahrscheinlich randvoll dabei. Wahrscheinlich müssen wir eher dann... Nee, das Lager hält. Ich tue jetzt trotzdem gleich nochmal einen Holz-LKW kaufen. Und ihm auch auf die Holzroute bringen. Damit einfach das Holz verstärkt wird. Weil jetzt steigen natürlich die Zahlen und der ist gleich auch gar nicht langsam unterwegs. Der dürfte schon wieder auf dem Rückweg langsam sein. Ja, und wir sind sogar noch voll. Also hält der eine Betrieb das. Er kann es halten. Jetzt müssen wir bloß hier auf Null runterkommen, bevor alles vorbei ist. Na, wir kommen auf 1. Na, wir können aber wieder was abziehen. Perfekt. Und somit kommen wir auf grüne Zahlen normalerweise. Jetzt kommen wir wieder auf grüne Zahlen. Was will man denn sonst? Alter, unser Betrieb geht jetzt echt wieder gut. Und zum Ende würde ich sagen, heute tilgen wir noch zweimal Schulden. Wir machen mit 67.000 zahlen wir die Schulden zurück. Sind jetzt schon unter den 900.000 insgesamt an Schulden. Die wäre natürlich cool, ganz zu tilgen, weil es sind ja doch 9.000, die du monatlich zahlen musst. Und ich würde sagen, ich tue bis zur nächsten Folge wieder Geld anschürfen.
damit wir hier schön erweitern können langsam. Also wie gesagt, unser Kredit, unser Geld, unser Wert. Wir haben 8 LKW, 16 Gebäude, eine Region und zwei Züge. Und ich denke, wir sind aber relativ gut dabei. Unser Holzlager hier, ja, der frisst aber auch Holz ohne Ende. Das ist der Wahnsinn. Unser Personenzug, der macht auch extremes Plus. Wie gesagt, der kann unsere ganzen täglichen oder monatlichen Schulden eigentlich tilgen. Was natürlich mega genial ist. Alter, das ist unser stärkster Zug bis jetzt, oder? Ja, 7001 Zug. Ich will dazu gar nichts mehr sagen. Aber Leute, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.